Hallo und herzlich willkommen zurück zu Distant Worlds 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir blicken auf die Sternenkarte und sehen, unsere Schiffe sind schön unterwegs. In der letzten Folge schon gesagt, es gibt keine leeren Systeme. Das freut mich ungemein. Und jetzt müssen wir einfach nur gucken, dass unsere Explorer hier schön viele Sachen entdecken, die wir gebrauchen können. Und am liebsten natürlich auch, was Kolonisierbares. Das wäre schon toll. So, nächster Schritt ist aber hier bei der Ghost Fleet Base. Mein Gott, das Gescrolle. Dass wir hier jetzt das Konstruktionsschiff fertigstellen. Ah, die Pause läuft noch. Die nehme ich mal raus. Nee. So, jetzt läuft's. Also, dass wir das Konstruktionsschiff fertigstellen, dann können wir hier nämlich eine Abbaustation für das Kasslon bauen. Und dann lässt sich hier auch schön refuelen. Denn rauszoomen, man sieht das ja auch. Hier gibt es halt das Symbol, hier lässt sich refuelen. Hier könnt ihr tanken, liebe Schiffe. Und das erweitert natürlich unsere Reichweite, weil dann Explorer hierher springen können, nochmal tanken können, um dann noch weiter rauszukommen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Okay. Ein Botschafter wurde entlassen, aus seinem Dienst entlassen, wegen schlechter Fähigkeiten und genereller Inkompetenz. Das könnte man mit der ganzen politischen Spitze machen im Moment. Aber gut, ich werde nicht politisch jetzt, keine Sorge. So, also ich glaube, das Exploration, das stört mich ein bisschen. Weil, also, ja, wir können es anlassen. Na, ich lasse es erstmal aus. Ist ein bisschen bunt sonst und man kann nicht alles so gut sehen, finde ich. Die Schiffe fallen einfach besser auf, so. So, oh, was haben wir denn da? Oh, ja, auch das hat im ersten Durchgang irgendwie gefehlt. Die einsamen Händler, oder besser gesagt unabhängige Händler, Lone Trader steht hier. Das sind jetzt, das sind Händler, die zu uns kommen, die mit uns handeln wollen. Offensichtlich fliegt er schon wieder irgendwo weg. Warte mal, ich zoome mal, da ist er. So, da sehen wir so ein Handelsschiff hier. Und ja, die kommen. Oh, außerdem haben wir noch eine unabhängige Kolonie der Hakunisch gefunden. Im Paxen-System, okay. Schauen wir uns gleich an. Die ersten Kommunikationsversuche waren auch wieder schlecht hier. Wieso kommen jetzt alle Meldungen doppelt und dreifach? Das ist ja merkwürdig. Kommt alles doppelt. Also, die Händler hier, die hier kommen, die haben uns von dieser Kolonie erzählt. Ich mach mal das Doppelte kurz weg. So. Das wissen wir auch schon. Dann haben wir nur noch die beiden Meldungen, gucken wir uns gleich an. Ja, wenn wir zum Beispiel Überschuss an Dingen haben, dann können Händler das jetzt kaufen. Auch das generiert wiederum Einnahmen. Irgendwo... Oder ist das ein reiner Ressourcentausch? Bin tatsächlich jetzt gerade überfragt, weil eigentlich müsste es doch hier irgendwo stehen. Vielleicht. Ich bin tatsächlich gerade überfragt. Okay, selbst wenn es kein Geld bringt, bringt es uns auf jeden Fall Ressourcen, die uns fehlen. Denn angenommen, uns würde jetzt zum Beispiel Silizium ausgehen, ich nenne es nur als Beispiel, wir haben ja genug, dann wären diese Händler eine der Wege, wie wir da wieder relativ zügig an neues Silizium kommen könnten, wenn sie denn merken, dass wir einen Engpass haben und das liefern. Ja, das sind halt einfach so Unabhängige, die jetzt hier so rumfliegen. Oh, schönes Schiff, finde ich. Sieht gut aus. Kann man eigentlich kriege ich das gut aufgenommen? Ja, das ist schon der maximale Kippwinkel, das ist immer schwierig. Also, Screenshots sind in diesem Spiel nicht immer leicht. Leider. Vor allem, jetzt komme ich irgendwie nicht mehr. So. Ja, so könnte man nochmal, oder? Ja, sorry Leute, die Kamera bewegt sich extrem langsam, wenn man ganz rangezoomt ist. Deswegen muss ich das ein bisschen hin und her hier. Da müsst ihr jetzt einmal mit durch hier.
Ja, bei meinem Glück sieht man den Planeten eh nicht, weil da dann die Folgennummer drüber ist, beziehungsweise der Folgentitel. Also, ich mach's jetzt so. Den nehmen wir. Okay, also die ersten unabhängigen Händler. Sehr schön. Haben wir die auch. So, und jetzt haben die uns halt eben über die unabhängige Kolonie der Hakunisch erzählt, oder da leben halt Hakunisch. Es kann auch unabhängige Menschenkolonien übrigens geben, die wir finden könnten. Und da schauen wir uns jetzt mal eben an, das System. Das ist hier und das ist der Planet Paxon. Eine unabhängige Kolonie der Hakunisch. Ein Sumpfplanet. Wir wissen nicht viel darüber. Und unsere Strategie ist jetzt Invasion. Das ist so eine Sache, das finde ich nicht so toll. Das ist aber halt die Standardvorgehensweise. Ich möchte das aber nicht. Oder? Sind wir böse oder gute Menschen? Wir könnten das natürlich auch so machen, wie die Automation es gerade vorgeschlagen hat. Oder wir lassen die Automation halt eben, ja, Diplomatie, also die, alleine passiert da eh nichts, ne? Also wir müssen alles eh manuell machen in dieser, ach wisst ihr was, ich lasse es auf Automatik. Wenn wir keine Gespräche führen, passiert eh nichts. Also, lassen wir so laufen. Und ja, wer sind die Hakunianer, die Hakunisch? Eine zweifüßige Reptilienrasse, die breite, flache Köpfe hat mit Protrusions sind Dinge, die herausstehen, wie eine Nase, die protruded aus dem Face. Also, ich sage es, Ausstülpung ist nicht ganz das richtige Wort, sind Nasalhöhlen, die den Hakunisch ein einen überragenden Geruchssinn verleiht. Hakunisch haben schlechte Augen, schlechtes Sehvermögen. Aber das können sie mit ihrem exzellenten Geruchssinn und Tastsinn ausgleichen. Sie sind intelligent und ziemlich aggressiv. Ah, pretentious, das wusste ich auch mal. Auf Deutsch einfach prätentiös. Sie haben einen starken Sinn für ihre eigene Überlegenheit. Und deswegen mögen sie auch nicht die Gesellschaft von anderen Völkern und haben die Tendenz, xenophobisch zu sein. Na gut. Neue Entscheidung. Ja, es ist auf Automatik. Also der Computer kann es eh selbstständig ändern. So, die Hakunisch fühlen sich natürlicherweise angezogen von feiner oder ja, von raffinierter Technologie. Sie haben großen Stolz oder empfinden großen Stolz über das Designen und Bauen von Ausrüstung mit vielen erweiterten oder fortgeschrittenen Funktionen. Selbst dann, wenn diese Features unnötig und überflüssig sind. die natürliche Miserliness, ich weiß nicht, was das heißt tatsächlich. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass sie, sogenannte hochdichte Treibstoffzellen, ein Treibstofftank mit hoher Kapazität. Dies erlaubt den Hakunisch-Schiffen oder gibt den Hakunisch-Schiffen eine weitere Reichweite und Ausdauer. Hakunisch leben üblicherweise in Biosphären, in geschlossenen Biosphären, in Küstengegenden von Marshy Swamp and Mangrove Forest Planets. Okay, ja, wunderbar. Dann haben wir das jetzt erstmal durch. Wie wir mit denen umgehen, weiß ich noch nicht. Jetzt gucken wir erstmal, wo die liegen. Wie gesagt, das haben uns ja die Trader verraten. Und das ist noch ein ganz schönes Stück. Oh.
Ist gar nicht so weit weg. Kurz den Filter hier ausmachen. Wir kriegen da nämlich gerade hier das Highlight. So, da oben sind die. Bin ich denn nördlich ausgerichtet? Ja, da im Norden, ganz weit. Da sind sie. Mal gucken, was wir mit denen machen. Sind nicht viele. 329 Millionen. Wir sind mehr. Mich ärgert es so, dass hier immer noch diese Bedrohung ist. 82 wird hier als Kampfstärke angegeben. Meint ihr, wir können die Base schaffen? Oder sollen wir auf die Fregatten warten? Ich glaube, ich würde auf die Fregatten warten lieber. Hört sich sicherer an. Da ist eine Space-Kreatur. Ein Gravilex. Die sind auch fies. Aber wir sehen ihn nicht mehr. Weil das Schiff, das wir hier hatten, was gerade noch hier war, da fliegt gerade woanders hin und jetzt ist es außerhalb der Sensorenreichweite. Und dann verschwindet es halt eben aus unserer Ansicht. Weil die nicht mehr wissen, was da gerade aktuell vorgeht. Hier sind noch irgendwelche Ruinen. Und wir werden wieder von Piraten angegriffen. Unser Spaceport. Unser Spaceport. Sind die denn wahnsinnig? Ja, da sind sie. Zwei Schiffe. Ne, das sind Handelsschiffe hier. Das ist der Feind. Das war schon ziemlich blöd. Reaktor offline, der kommt nicht mehr weg. Also man kann an vielen Stellen angreifen. Aber hier macht es nicht wirklich Sinn. Sieht auch cool aus. Jetzt ist es weg. Ja, sehr schön. Jetzt ist eins unserer Erkundungsschiffe wird angegriffen. Und zwar hier von den Piraten. Das sind die gleichen. Geht zu Reden Outlaws. Die Schweine. Da haben wir nichts gegen. Da können wir nicht anstinken gegen. Welches System ist das hier? Tarnab. Ja, okay. Wisst ihr, was ich mir wünschen würde? Ich weiß nicht, ob es die Funktion gibt, aber ne, ich glaube nicht. Was ist denn jetzt da los? Oh nein. Haunted Council ist hier. Oh nein, was mache ich denn jetzt mit dem Konstruktionsschiff? Ach, herrje. Die Angreifer 53 und 139. Unangenehm. Aber das Konstruktionsschiff wird scheinbar in Ruhe gelassen. Der springt jetzt weg, das soll er eigentlich nicht. Ich gebe dir mal einen Auftrag. Bau mal die Large Mining Station. Jetzt jumpt er doch weg. Kann aber sein, dass er hier zum Planeten jumpt. Hoffe ich doch. Ja, der ist weggejumpt. Ach, der haut ab. Der haut direkt ganz ab. Oh Mann. Okay, pass auf in dem Fall. Ach ja, wisst ihr warum? Weil er sich Ressourcen holen muss. Der muss sich Ressourcen holen. Ja, jetzt lasse ich ihn dann so. Die Schiffe haben wir abgewehrt. Eins zumindest. Aber der ist noch da. Aber der wird's auch nicht. Der wird's nicht machen. Chancenlos. Das ist. Tranduscha ist unsere Heimatwelt. Also unser. Ja.
Jetzt greifen sie hier an. Dann muss ich kurz unsere Flotte hierher schicken. Weil die Station kann sich nicht verteidigen. Mal wieder mal durchgehen. Okay, wir haben... Oh nein. Unser Agent Indokalan wurde gefangen, als er Forschungsinformationen über fortgeschrittene Deflektoren vom Haunted Council stehlen wollte. Das ist schade. So, wo bleibt unsere First Fleet? Da ist jetzt noch ein Schiff. Da ist sie. So, der Angreifer ist schwach, der Angreifer ist stark. Das heißt, wir gehen zuerst auf den. Und zeigen ihn mal so nicht. Und da ist er geflohen. Dann können wir jetzt ihn nochmal kurz behaken. Und die Station hat gar nichts abbekommen. Und er ist auch geflohen, okay. So, Flotte wieder zurück hierher. Ach, jetzt habe ich die 1 gedrückt, das war dumm. So, Flotte hierher. Und dann, aber man muss viel scrollen hier, ist wirklich so. So, und jetzt, ja, das Konstruktionsschiff holt sich jetzt Ressourcen. Wie gesagt, da müssen wir einfach warten. Bald haben wir die Fregatten, Leute, wenn die da sind. Und wir haben auch ein bisschen Geld. Eigentlich will ich auch auf Kolonieschiffe warten, ne? Aber wir haben eh noch keinen kolonisierbaren Planeten gefunden. Außer den natürlich, da oben. Paxon. Aber wir werden das Geld, das wir haben, natürlich auch in die Militär investieren. Wir haben relativ viele Gefährdungen und natürlich auch die Piraten, die echt stören. Ist jetzt nicht so, dass wir die Piratenfraktion gleich auslöschen können. Dafür müssen wir nämlich die Base erstmal finden. Die Heimatbase und die dann zerstören, dann sind die weg vom Fenster. Wir haben aber eingestellt, dass Piraten respawnen können, das heißt, irgendwo können neue Piraten auftauchen. Ich finde das interessanter so. So, mal kurz pausieren. Wir haben Schatz gefunden in den... oh, cool. Einen wertvollen Schatz im Wert von 22.795 Credits. Ausgezeichnet. Gut. So, was wollte ich? Ich wollte eigentlich kurz zu den Piratenfraktionen gehen. Mit denen haben wir noch ein Abkommen. Mit dem Blood Clan, den wir offensichtlich gerade zum ersten Mal begegnen, die Flagge sehe ich zum ersten Mal, könnten wir versuchen nochmal... Ja. Ja, okay. Also, mit denen haben wir jetzt ein Schutzabkommen. Bei denen brauchen wir es nicht versuchen. Minus 107 und minus 84, die sind auf ewig unsere Feinde. Da können wir auch nichts ändern dran. Also klar, ich könnte denen Geld schicken und viel Geld hilft dann auch viel. Irgendwann wird die Beziehung dann auch so gut, dass man da eventuell noch wieder auf grünen Zweig, grünen Ast kommt, wie man so schön sagt. Grüner Zweig ist richtig. Aber so viel Geld will ich nicht da reinstecken. Ach ja, mir hat man gesagt, ich könnte noch irgendwo eine Forschungsstation bauen. Das machen wir dann natürlich auch. So, da ist wieder im Asteroidenfeld die Mining Base. Da sind doch jetzt zwei unterschiedliche Fraktionen. Tatsache, jetzt kommen die beide hier. Aber schaut mal. Der, mit dem, ne, ihr seht das Wappen oben rechts in dem kleinen Poppy. Mit denen haben wir gerade ein Schutzgeldabkommen getroffen. Und die greifen tatsächlich dieses Piratenschiff an. Mit denen haben wir nämlich, ja, Stress. Und das finde ich jetzt mal richtig cool. Da sehen wir unser Schutzgeld quasi in Action. Oh ja, und das läuft ziemlich gut, würde ich sagen. Der kommt nicht mehr weg, der ist weg. Jawohl. Ja, vielen Dank, lieber Blood Clan. Da habt ihr uns wirklich einen guten Dienst geleistet. Finde ich schön, dass das auch funktioniert und dass die tatsächlich... unterstützen bei solchen Dingen. Ich meine, gut. Die nehmen das mit dem Schutzgeld ernst. Dann bezahle ich es auch gerne. Bin ich ehrlich. So, wir bauen eine neue Forschungsstation, wie gesagt. Hier in diesem System sogar noch. Und zwar hier. Warte mal, da haben wir doch schon. Ah, nee, ist eine Mining Station. Ach genau, das war diese Planetenkonstellation, wo wir so zwei
Mining Stations relativ dicht beieinander haben. Hier kommt jetzt noch wegen des Forschungsbonus hier plus 4 Industrial Research eine Forschungsstation hin. Okay, versteckte Gegenstände, alles nicht so interessant. Das kommt alles als Pop-Ups. Solange wir es nicht kolonisieren oder da eine Szenerie-Base bauen, ist das relativ uninteressant. Aber hier könnten wir jetzt tatsächlich nochmal eine Forschungsstation bauen. Für plus 4 All Research. Das ist natürlich super interessant. Das mache ich dann auch. Jetzt gucke ich mal kurz zu meinen Konstruktionsschiffen. Wie weit der hier ist. Der hat sich die Ressourcen noch nicht geholt. Der ist noch auf dem Weg nach Trandusha, um die, das Material für die Mining Base zu bekommen. Bei der Ghost Fleet Base. So, 96%. 97. So, da ist wieder Haunted Council. Wieder bei unserer Ghost Fleet Base. Ich sehe nur einen Angreifer. Sollte die Base ganz alleine schaffen. Schafft die auch. Schaut mal, diese gelben Strahlen, die rauskommen. Ich gehe mal bei der Geschwindigkeit so ein bisschen auf ein Viertel. Die gelben Strahlen sind Point Defense. Da ist der ankommende Torpedo oder die ankommende Rakete in dem Fall. Die wird zerstört. Es gelingt nicht immer. Da ist daneben gegangen. Das heißt, die Rakete kommt durch. Die auch. Aber einige Raketen werden halt abgefangen. Einige Raketen treffen auch einfach gar nicht. Super Schützen haben wir. Ja, und das, was durchkommt, das geht halt auf die Schilde. Aber es ist recht wenig. Aber gut, das ist jetzt was anderes. Ich muss mal gerade schauen, was wir hier überhaupt für eine Bewaffnung haben. Ja, ich weiß, ich kann das nicht unterscheiden. Es könnte sein, dass das da diese Intimidator Search Blast ist. Er hat auch getroffen. Aber ich habe jetzt nicht viele Auswirkungen gesehen. Aber ich sag mal, Panzerung müsste mal repariert werden. Aber die haben noch nicht mal hier unsere Schilde jetzt angekratzt. Von daher würde ich mal sagen, ist das alles schon okay. Wir lassen es einfach laufen. Ich gehe aber wieder auf zweifache Geschwindigkeit. Wir können jetzt Fregatten bauen, Leute. Basic Target Tracking kommt jetzt. Wir gehen mal kurz in die Forschung. Ich habe nämlich einen Hinweis bekommen von einem von euch. Vielen Dank natürlich immer für alle Tipps und Hinweise. Und zwar gibt es bei den Waffen, bei den Ionenwaffen, da Electromagnetic Defenses. So, da bekommen wir ein Ionenschild. Und du hast erklärt, ich spreche dich mal direkt an, falls du auch noch zuschaust, dass dieser Ionenschild eine neue Möglichkeiten eröffnet. Für mich ist das einfach nur eine Verteidigungs- oder ja, ein zusätzlicher Schild gegen bestimmte Bewaffnung, wahrscheinlich gegen Ionenbewaffnung. Falls das noch was anderes bewirkt, dann kannst du mir das gerne mal sagen. Aber ich wüsste jetzt im Moment nicht, also ich sehe jetzt nicht so gerade den Nutzen, ehrlich gesagt. Aber du kannst es gerne nochmal erklären. Ich würde stattdessen jetzt tatsächlich bei den Torpedowaffen wieder weitermachen. Weil das sind halt ja, wir haben uns ja entschieden für Torpedo und Beam Weapons. Das heißt, bei den Beam Weapons gehen wir auch wieder weiter. So, die Constant Beam Weapons. Und jetzt mal, aber davor machen wir jetzt wirklich die Sensoren. Weil die brauchen wir halt auch. Alles super lange Forschung.
Wollen wir einmal jetzt mal Crash-Research machen hier? Fürs Target-Tracking. 7500. Ach komm, das machen wir jetzt, weil wir gerade den Schatz gefunden haben. Da können wir uns das einmal leisten. So, irgendeine Mining-Base wird angegriffen. Ach, schon wieder die? Ist doch nicht zu glauben. So, da kommt jetzt aber unsere Flotte dazu. Oh, der geht's doch schon gar nicht so gut. Oh, unangenehm. Da ist unsere Flotte. What? Unsere Kolonie wird angegriffen? Das glaube ich ja nicht. Das glaube ich ja jetzt nicht. Die haben hier tatsächlich ein Schiff stehen. Und greifen jetzt die Kolonie an. Ich überlege gerade, wo man nochmal sehen kann. Was? Ach, die Harkonisch. Warte mal, die Harkonisch möchte ich hier nicht haben. Sekunde mal, Leute. Irgendwo konnte man noch sehen. Da. Okay, da war tatsächlich eine Bodentruppe. Ne, Moment mal, Colony Raided. Oh, warte mal, Leute, ich muss mir kurz einen Überblick verschaffen. Also, die Gizurinane haben unsere Kolonie überfallen. 9200 Credits haben sie erbeutet. Unangenehm. Ground Battle haben wir hier kurz gesehen, das ging aber ruckzuck. Was für Arschlöcher. Gut, ich wusste nicht, dass Piraten auch diese Aktion so durchführen. Habe ich noch nie erlebt. Sonst hätte ich natürlich schon Truppen rekrutiert. Das müssen wir jetzt tun. Wir bauen mal 3 Brigaden. Das sind 15.000 Mann zur Verteidigung. Das dauert allerdings eine Weile, bis die zur Verfügung stehen. Ihr seht das hier, dass der Balken und hier die Anzeige sich langsam füllt. So, und unsere Mining Base haben sie auch geraidet. Jetzt bin ich gerade mal gespannt, ob die Base überhaupt noch da ist. Ja, die ist noch da. Wir brauchen noch ein paar Konstruktionsschiffe, Leute. Ich mach mal 2 Konstruktionsschiffe. Oh, scheiße, ey, das Geld ist jetzt echt... Das ärgert mich, dass die einfach mal 10.000 mitgehen lassen haben. Wir bauen jetzt noch 3 Fregatten. Und wie gesagt, 2 Konstruktionsschiffe. Und ich sage euch, wie wir es machen. Wenn wir die Fregatten haben und unsere Flotte damit verstärkt haben, werden wir uns hier die Base vornehmen, diese Bounty Hunters, denn werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Mal schauen. Wenn die wirklich noch so vom Status ist, dann könnten wir es tatsächlich schaffen. Müssen wir nur die Schilde eben runterballern, dann geht es ja direkt an die Hülle schon. Carida 3, das ist unsere Ghost Fleet Base, da sind sie auch mal wieder. Ah, 140er Schiff. Müsste die Base mit klarkommen. So, und jetzt ist unser erstes Militärschiff. Ist es hier gebaut? Ach herrje, ja, das ist natürlich jetzt suboptimal. Unser erstes Frigettchen wurde hier gebaut. Na gut, kann es hier gleich helfen.
Das sieht gut aus. Der Base geht's noch gut. Unser Schiff ist völlig ignoriert worden. Die Schilde sind unten, weil das Schiff gerade frisch aus dem Dock kommt. Die sind noch nicht aufgeladen. Und wenn wir es jetzt schaffen, den Reaktor noch zu deaktivieren. Ja, haben wir schon. Ist schon offline. Hyperdrive offline, Reaktor offline. Dann ist er erledigt. Okay, hier versucht es auch mal wieder jemand. Das ist nur ein angreifendes Schiff. Das ist gut, das erledigen wir natürlich. Das flieht schon. Dann mal zurück zu Ghost Fleet Base. Ich müsste das eigentlich mal ein bisschen optimieren hier. Ist schon zerstört. Da fliegt schon das Hüllenteil, Schrottteil. Gut, okay. So, der attackiert jetzt Bleak Knight. Nee, Kollege. Okay, da das Schiff, habe ich nicht gesehen, da das Schiff hier ist der Angreifer, ist der Angriff, geht der Angriff schon klar. Aber bleibt mal noch einen Moment hier, weil wir lassen ihn erstmal ein bisschen näher kommen, damit unsere Base hier auch mithelfen kann. So, und die zweite Fregatte ist auch hier fertig geworden und die kommt hier auch gerade raus. So, und die beiden Schiffe... Join Ships to Fleet, First Fleet. Die gehören jetzt zu First Fleet. So, aber nur diese beiden Schiffe werden jetzt hier quasi... Na, kriege ich beide ausgewählt? Hat doch gerade auch geklappt. Ey. So. Die werden sich jetzt hier kümmern. So, und die dritte Fregatte, die ist hier bei der Erde, bei Terra Nova rausgekommen. Und die geht auch zur First Fleet. Gut. Mal wieder schauen, was wir hier sonst noch so haben. Da haben wir einen neuen General bekommen. General ist hier für Truppen, die jetzt hier auch angezeigt werden. Die erste Truppe ist fast fertig ausgebildet. Wo ist denn jetzt unser... Ist tatsächlich das eine Fregattenschiff abgehauen? Ja, keine Schilde. Panzerung leider runtergeschossen. Aber ich würde es ungern verlieren, das Schiff. So. Jetzt müssen wir unsere Flotte mal kurz konsolidieren. Das heißt, wir rufen jetzt mal alle hier zusammen. Und wenn die hier sind, schicke ich die auf Repair Refuel, dann machen die das nämlich hier vor Ort. So, Basic Target Tracking ist fertig. Das heißt, die Schiffe können sich jetzt eh alle updaten, weil
Jetzt gibt es halt einen besseren Target-Computer, der wird eingebaut in die Designs. Dann treffen wir auch besser. Okay, Leute, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist ja wieder ein bisschen was passiert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.